Ja, gut, der ist da. Und jetzt gibt es Mini-Jaffa-Kekse, in diesem Fall genannt Grison Softcake Orange Minis. Ja, und das ist mit UTZ Certified Kakao. Genau. Ja, das ist halt so eine Art Fairtrade-Label. Ja, ursprünglich für Kaffee, jetzt auch für Kakao. Hier sind die Zutaten. Hergestellt in Deutschland, genau. Emulgatoren E471. So, Fett hat 12 auf 100, Kohlenhydrat, Zucker 49. Und Ballaststoffe, zwar immer 2,5 Ballaststoffe und 4 Protein. Okay, dann wollen wir es mal kosten. Ob die Minis auch so gut sind wie die Maxis. Ja, Opening fehlt. Ja, ich habe mir das kleiner vorgestellt, ehrlich gesagt. Die sind doch recht groß noch. Ja. Jetzt natürlich das übliche Zerschneiden der Ware, ne? I always cut stuff. So, ja. Ich würde sagen, hier dieses Jelly, was heißt denn Jelly auf Deutsch? Gelee heißt das auf Deutsch, okay. Dieser Gelee ist ein bisschen weniger als sonst, ist sehr dünn, die Gelee-Schicht. Kann ich die vielleicht nochmal ausschneiden? Ne, die kann ich euch auch nicht wirklich zeigen. Die klebt hier hinter der Schokolade, ja, sehr dünn, die Gelee-Schicht. Wenn ich es mal futtern. Ja, ist ein sehr guter Keks. Aber bei den großen, da konnte man dieses Gelee-Stück richtig schön rauspellen. Das geht ja nicht mehr wirklich. Das hat sich von Jaffa-Keks ein bisschen entfernt. Und geht jetzt mehr so in die Richtung, ja, Kleinkekse. Sehr interessant. Das ist vielleicht für eine Party oder so. Dann kauft man sich 3 solche Packungen, macht das alles in der Schüssel. Dann sieht das ein bisschen hübscher aus. Oder so. Sonst fällt mir kein Sinn ein. Fällt euch ein Sinn ein? Also jetzt nicht, warum man das essen sollte, sondern warum die Kleinen besser sind als die Großen. Ja. Ja. Ja, oder wenn man kleine Kinder hat und man sagt, ihr kriegt 3 Jaffa-Kekse, dabei sind es nur die Mini-Dinger. Na, ich muss ja noch warten. Ja, bin. So, dieser Softcake. And as you can see on the packaging, it looks like Jaffa Cookies. And this company here, Grison Guys, they also have a Jaffa Cookie, Orange. But these are now the small ones. They call it the Softcake. And here we go for British. I'd say, please focus. Sponge biscuit with orange fruit filling and chocolate. Yeah. So it's basically a mini version of the Jaffa cookies. And it's quite good. I was thinking about what is the reason to have a mini version. Yeah, what is interesting is like the jelly isn't that prominent anymore. It's a very small jelly layer now and you can't really peel it off like in the old days with the big version. Yeah, I know. I was thinking if you have a party and you want to display it in like in a bowl or so, the mini version is better. Or if you have small kids,
You say you get three Jaffa cakes and then it's a small version. Yeah, that's the only reasons for the small ones I can think of. But it's still very delicious. Like Jaffa cookies, I think, is the best cake category or the cookie category ever. And these guys also got the UTZ certificate, which is some sort of fair trade for cocoa. Yeah. Okay, that's about it, and thanks for watching.